Die Kunst ist, entgegen allen ästhetischen und philosophischen Schulmeinungen, nicht ein Luxusmittel, in schönen Seelen die Gefühle der Schönheit, der Freude auszulösen, sondern eine wichtige geschichtliche Form des gesellschaftlichen Verkehrs der Menschen untereinander, wie die Sprache. Und von Kunst und Kultur hatten wir ja in den letzten Monaten nicht so viel. Deswegen starten wir in diese Konferenz mit einer Kunstausstellung, die kuratiert wurde von den fortschrittlichen Arbeiterfotografen und der R-Media Base. Die fortschrittlichen Arbeiterfotografen stellen den Kampf der arbeitenden Bevölkerung in den Mittelpunkt ihres Schaffens. Die R-Media Base ist ein Internetportal und stellt sich in die Tradition kritischer Gesellschaftsanalyse. Sie bietet engagierten Fotografen und Filmern eine Plattform. Hier können sie ihre politisch und sozial motivierten Arbeiten vorstellen. Das Thema der Ausstellung ist auch das Thema der Konferenz. Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. In einem kurzen Film wird uns nun die Ausstellung vorgestellt. Ich rufe Hallo Twin. Hallo Anja, wir stehen hier in der Karl-Marx-Allee vor dem Café Sibylle und möchten euch unsere Ausstellung zum Thema Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein vorstellen. Ich beginne mal mit einem Zitat. Zum Thema der dokumentarischen Fotografie schrieb Bertolt Brecht im Jahr 1931, die ungeheure Entwicklung der Bildreportage ist für die Wahrheit über die Zustände, die auf der Welt herrschen, kaum ein Gewinn gewesen. Die Fotografie ist in den Händen der Bourgeoisie zu einer furchtbaren Waffe gegen die Wahrheit geworden. Das riesige Bildmaterial, das tagtäglich von den Druckpressen ausgespien wird und das doch den Charakter der Wahrheit zu haben scheint, dient in Wirklichkeit nur der Verdunklung der Tatbestände. Der Fotografenapparat kann ebenso lügen wie die Setzmaschine. Um dem Wahrhaftigkeit entgegenzusetzen, entstand dann zwangsläufig das Instrument der Arbeiterfotografie. 1928 schrieb Franz Höllering, der Chefredakteur der Arbeiter Illustrierten Zeitung, dazu: Das ist der große Unterschied zwischen den bürgerlichen Presse- oder Liebhaberfotografen und dem Arbeiterfotografen. Jene fotografieren um Geld oder zum Zeitvertreib. Dieser fotografiert, um mit dem Mittel des Lichtbilds den geistigen Kampf des Proletariats, um seine Befreiung zu fördern. In dieser Tradition sehen wir uns, die Fotografinnen und Fotografen der hier ausstellenden offenen Gruppe. Wir sind unter anderem in Vereinigungen wie der Fortschrittlichen Arbeiterfotografie Berlin oder der R-Media Base organisiert, aber auch in anderen Gruppen oder viele von uns sind vor allem autonom unterwegs in ihren speziellen Themen. Gemeinsam prägt uns, und das war auch das Ziel, der Ausgangspunkt der Ausstellung, das zentrale Thema der Mensch. Es setzen sich nur so viele Wahrheiten durch, als wir durchsetzen. Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. So Brecht in seinem Leben des Galilei. Wir waren neugierig auf die Auswahl der einzelnen Bilder aus den verschiedenen Fotostrecken der Teilnehmer dieser Ausstellung. Die unterschiedlichen Attribute wie Orte, Situationen, Zeithorizonte scheinen im Endeffekt keine Rolle mehr zu spielen. Das trifft auch durchaus auf die unterschiedlichen Lebensläufe der Dokumentierenden zu. Und vielleicht ist das ja auch ein gewolltes Merkmal, ein Merkmal für das gemeinsame Ziel, den Mensch in seinem tatsächlich gelebten Umfeld darzustellen. In diesem Jahr hat unsere Gruppe einen harten Schlag getroffen. Unser lieber Freund und Genosse Peter Zenker ist von uns gegangen. Peter, der mit Erfahrung und Anleitung, also mit Bedacht, bewusst oder manchmal auch unbewusst, seine Spuren auf vielen der hier im Schaufenster ausgestellten Bilder
hinterlassen hat. Ja, ich möchte einen kleinen Abriss noch geben zur Motivauswahl. Ich möchte mich dabei aber nicht auf die einzelnen Fotografinnen konzentrieren oder die eine oder andere Geschichte, die vielleicht kurz oder auch länger wäre. Wenn man grob einmal über die ganzen Bilder guckt, sieht man relativ schnell, das Thema Jugend spielt eine Rolle. Unter anderem eben in den Motiven von Friday for Future. Aber insgesamt zieht sich es eigentlich durch alle Themen, Geschichte, Bildung, Kampf gegen Nazis, Arbeitskampf, zum Beispiel im Zusammenhang mit Amazon. Wir haben das Thema Flüchtlinge natürlich zum Thema gemacht. Das betreuen wir auch schon als Gruppen, mindestens 10 Jahre. Also Solidarität mit Flüchtlingen, das spiegelt sich an vielen, vielen Punkten wieder, auch im Zusammenhang mit Kampf gegen Nazis zwangsläufig. Wir haben, wie gesagt, das Thema Geschichte, unter anderem Menschen, die in Buchenwald die Gedenkstätte besuchen. Wir haben Gruppen, die sich fotografiert, die sich mit dem politisch motivierten Abriss, zum Beispiel vom Palast der Republik, beschäftigen. Wir haben im Hintergrund sichtbar auch einen dänischen Genossen zum Beispiel, der sich offensichtlich am Rande einer Konferenz in Berlin mit deutscher Geschichte beschäftigt. Ja, das ist eigentlich so der kurze Abriss. Ich möchte mich in dem Zusammenhang nochmal ausdrücklich, oder wir als Gruppe möchten uns nochmal ausdrücklich beim Café Sibylle und dem dahinterstehenden Verein Puck am Altar bedanken. Und ich gebe jetzt zurück zu Anja. Ja, herzlichen Dank für euren aufschlussreichen Beitrag.